Grüß Gott, herzlich willkommen im Leading Family Hotel im Resort Alpenrose. Mein Name ist Steffi und ich zeige Ihnen jetzt kurz die wichtigsten Punkte in unserem Haus. Wir befinden uns jetzt im neu erbauten Empfangsbereich. 2007 im Dezember wurde das Ganze eröffnet und das ist unser Meerwasser-Aquarium, sehr beliebt für die Kinder bei der Anreise. Gleich gegenüber befindet sich unser Hotelshop. Das ist ein Kindershop, der ist an die Firma Hofherr vermietet und dort ist im Winter auch unser Skiverleih zu finden. Hier in der Rezeption erhalten unsere Gäste Wasserkocher, Flaschenwärmer, Sterilisator, Babyfon, also die wichtigste Ausstattung, die man getrost zu Hause lassen kann. Dort draußen, sehr beliebt für die Kleinen, eine unsere Hüpfburg. Aha, perfekt. Wunderschönster Sonnenschein und Blick dabei auch noch auf die Zugspitze. Und hier haben wir die Fühlwand. Was genau ist das? Unsere Wand des Fühls, auch sehr beliebt bei den Kindern. Man kann alles direkt anfassen, die verschiedenen Fellarten, verschiedene Rohstoffe. Kuhfell und dann hier borstiges Wildschwein. Und dann haben wir hier noch irgendwo die Gams, ne? Die ist hier oben, oder? Genau, die Gams ist da oben. Wunderschön. Aha. Metall, Holz. Erleuchtet. Ja, hier befindet sich unser Zauberbrunnen. Selbstverständlich auch mit dem Kinderschutz. Also sollte ein Kind mal baden gehen wollen, geht sofort der Alarm los und dann werden die Goldfische nicht mehr gestört. Das ist unser Tagesbereich. Mit wunderschönen Schaukelpferden. Genau. Tiger und Schafe. Gut. Dort beim Rondell ist immer unser Nachmittags-Jausenbuffet aufgebaut. Außerdem befindet sich dort der 24 Stunden Getränkebrunnen mit den alkoholfreien Getränken, die im Ultra All inklusiv selbstverständlich enthalten sind. Am Nachmittag stehen zur Auswahl süße und deftige Jausengerichte immer von 13:30 bis 17:30 Uhr. Auch mal eine schöne leckere Nachmittagssuppe, habe ich schon festgestellt. Genau. Die Bar hier. Genau, ja. Der Barbereich. Sehr gut sortiert und ein leckeres Thomapilz am Abend. Hier kommen wir dann zum Kinderspeisesaal. Unser Kinderspeisesaal ist im Ritterdesign gestaltet. Dort ist die Hexenküche, gerade auf der Wohnküche hier. Eine Hexe. Hallo. Hallo. Ja, genau. Da finden dann auch für die Kinder die Kochkurse statt. Ah, ja. Dort unsere Hip-Ecke mit allen Produkten und Babybrei und selbstverständlich auch jederzeit gerne frisch zubereitete Zutaten dort auf ihrer Wahl. Super Service und frischen Knoblauch für die Babys. Genau. Gut. Schön. Sehr toll. Wie glaubt. Kinder haben die Möglichkeit am Mittag und am Abend mit den Kinderbetreuern und den anderen Kindern vom Kinderclub zu essen. Außerdem finden hier dann auch Geburtstagsfeiern statt für die Geburtstagskinder der Woche. Okay. Das dann für Kinder ab wie vielen Jahren? Die Kinderbetreuung wird ab 0 Jahren angeboten und aktiv im Miniclub sind die Kinder so ab 3 Jahren unterwegs. Drei Jahre. Zeige ich Ihnen den Speisesaal. Zum frühen Morgen noch die letzten Gäste für uns. Genau. Da drüben ist dann das Buffet. Aufgrund des Ultra-All inklusiv sind also alle Mahlzeiten enthalten. Frühstück, Mittagessen, Nachmittagsjause und das Abendessen. Jetzt gehen wir hier die Treppe hinunter. Kurz
Das Haus ist ja schön verwinkelt aufgebaut. Kinderbereich, ne? Genau. Es ist immer wieder was dazugekommen. Ja. Schön immer organisch gewachsen über die Jahre, genau. Über die Jahrzehnte. Ja. Hm? Da geht schon der Kinderalarm los. Oh. Die Kinder gehen. Die hat mich total gejagt, hat die mich gerade. Magst du reinkommen? Naja, das werden wir machen. Ich kann auch Schweizerdeutsch, mag sie nicht auch. Gut, was heißt aber Mitschnupf? Aha. Wie gesagt, die Kinderbetreuung in drei Altersstufen aufgebaut. Für die ganz Kleinen der Babyclub, dann der Miniclub und der Teenieclub. Da schauen wir dann später auch noch mal hin. Und okay. Kinderbetreuung jeden Tag von 8 bis 21 Uhr ab der ersten Lebenswoche. Ja, super. Jetzt schauen wir weiter. In noch mit einem riesigen Bälleparadies. Ritterburg. Ja, die Ritterburg. Genau. 5000 Quadratmeter Außenspielbereich, 2000 Quadratmeter Innerspielbereich. Das ist unser Piratenland. Das ist ja auch eines der Highlights. Ja. Da werfen wir jetzt einen kurzen Blick rein. Ja. Okay, genau. Das haben wir gestern schon entdeckt. Auf dem Piratenschatz? Ja, sozusagen. Genau, unser Kinderdampfbad mit drin. 30 Grad Wasser- und Lufttemperatur. Mhm. Ja. Spiel- und Turnteil. Da unten. Kino, genau. Und Theater sind also auch immer Programmpunkte geboten. Am Sonntagabend immer die Weltclub-Show. Da erhalten die Kinder dann von unseren Maskottchen ein Willkommensgeschenk. Mhm. Und der Hoteldirektor, der Schönherr, erzählt dann von den Highlights der Woche. Mhm. Ja, jetzt haben wir es auch gleich schon geschafft. Ja. Unsere Gäste waren schon Bügelküche. Ah, sicher okay. Auch sehr wichtig für die, die ihr Geld sparen wollen. Darf ich mal einen Blick rein? Genau, mit Waschmaschinen laufen. Waschmaschinen und Trocknern und Bügelbretter und so weiter. Top, super, dass wir nochmal nebenbei was waschen können. Und wir erlauben uns einen kurzen Blick in den Teenie-Raum. Ja. Eigentlich nur für die Teenies ab 12. Mhm. Genau, da wird gerade gechillt, wie ich sehe. Cool. Wir haben also ein eigenes Teenie-Programm für die Kinder ab 12. Ein Betreuer, der dann das Action-Programm anbietet. Segway-Tour zum Beispiel. Die Segways sind auch kostenfrei? Die Segways sind auch kostenfrei im Rahmen vom Ultra All Inclusive. Mhm. Genau. Okay, super, das war's soweit. Jetzt haben wir alles gesehen. Genau.